Da wir ein bisschen ein knappes Budget operieren, fangen wir Zeitbudget operieren, fangen wir jetzt einfach mal an. Mein Name ist Martin Irm. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Veranstaltungsorganisation begrüßen. Das sind die Evangelische Akademie Thüringen, die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt, die Böll-Stiftung Thüringen, die Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt. Und viel mehr als noch den Hashtag für unseren Livestream zu verkünden, nämlich Hashtag Digital ist besser als zusammen und klein, verbleibt mir nicht und ich darf übergeben an unser Podium für unsere heutige Veranstaltung. Bitte. Dankeschön. Ja, mein Name ist Annika Potz. Ich arbeite für die Evangelische Akademie Thüringen. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen heute Abend zu dem Thema Privat ist besser, Privatsphäre im digitalen Wandel. Dieses Thema ist Teil der Reihe Digital ist besser, wo wir uns mit den genannten vier Organisationen mit dem Thema beschäftigen, wie man den digitalen Wandel eigentlich heute betrachten kann. Nach der großen Ernüchterung, dass durch die digitale Demokratie doch nicht alles besser geworden ist und natürlich auch über die Überwachungsskandale, die in letzter Zeit aufgeflogen sind. Heute also Privat ist besser, Privatsphäre im digitalen Wandel. Und ich habe mich da eben mal gefragt, welche digitalen Spuren habe ich eigentlich heute schon so hinterlassen? Ich habe die Veranstaltung heute bei Facebook geteilt. Ich bin natürlich bei der Facebook-Veranstaltung auch, habe ich angeklickt, dass ich teilnehme. Das heißt, das kann eigentlich fast jeder sehen. Ich habe bei Amazon ein Buch bestellt für eine meiner nächsten Tagungen. Da geht es um Demokratieentwicklung in Südkorea. Ich habe einen Beitrag in der Medienpädagogikgruppe bei Facebook kommentiert und auch drei andere Kommentare geliked. Ich habe bei Wikipedia nachgelesen, wie es so um die Kirchenmitgliedschaft in Tschechien bestellt ist. Ja, und hierher im Zug habe ich, als ich ein bisschen Zeit hatte, noch bei Zalando nach passenden Schuhen für die nächste anstehende Feier gesucht. Wer meine Online-Aktivitäten beobachtet, könnte erstens vielleicht denken, dass ich unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung leide. Und zweitens kann er sehr genau nachvollziehen, wer mir wichtig ist, mit welchen Themen ich mich beschäftige, wo ich mitdiskutiere und welche Meinung ich habe. Auf der einen Seite könnte ich dazu sagen, na und? Ich bin Studienleiterin an der Evangelischen Akademie. Ich stehe damit in der Öffentlichkeit. Es ist sehr gut, wenn Leute wissen, bei welchen Veranstaltungen ich bin, welche Meinung ich zu gewissen Themen habe. Das ist mein Job, Diskurse mitzugestalten und damit in der Öffentlichkeit zu stehen. Auf der anderen Seite will ich tatsächlich, dass Online-Riesen wie Apple oder Google oder Facebook ständig wissen, wo ich bin, was ich tue, nur damit sie zielgerichtet Werbung schalten können. Und kann das nicht irgendwie auch unangenehm sein, wenn zum Beispiel Herr Schaar oder Herrn Keilhauer hier auf dem Podium schon bevor wir uns persönlich kennengelernt haben, von meinem Profilbild ziemlich genau wissen, wo ich das letzte Mal im Urlaub war? Was ist das eigentlich privat? Was ist öffentlich? Ändert sich unsere Sichtweise darauf durch die digitalen Medien? Können wir das überhaupt noch trennen? Und sehen Jugendliche, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind, das heute vielleicht ganz anders? Und was für Gegebenheiten brauchen wir eigentlich, damit wir selbst die Entscheidung treffen, welche Daten wo sind und nicht irgendein Unternehmen oder der Staat? Darüber wollen wir heute Abend reden. Und ich freue mich sehr, dass wir unsere beiden Gäste hier haben. Das ist zum einen Jan Keilhauer. Er ist studierter Kommunikationswissenschaftler und Medienpädagoge, jetzt tätig als freiberuflicher Medienpädagoge und Fachautor. Einige Arbeitsschwerpunkte sind die aktive Medienarbeit mit Jugendlichen, die Evaluation zum Beispiel von Online-Angeboten, aber auch medienpädagogische Forschung, sowas wie Medienaneignung Heranwachsender, Identitätsarbeit mit Medien, Social Media, um ein paar Schlagworte zu nennen. Und seit 2010 bist du auch parlamentarischer Berater der Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag für Kultur, Medien und Netzpolitik und wirst uns heute vielleicht so ein bisschen die Sicht der Jugendlichen auf das Thema erklären. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Auf der anderen Seite Peter Schaar. Er studierte in Hamburg und Berlin VWL und deswegen er den meisten vielleicht hier bekannt ist, von 2003 bis 2013 war er Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Heute ist er Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Informationsfreiheit und bekam von der auch den ersten Preis für Datenschutz. Die Financial Times nannte ihn außerdem mal Big Brothers härtesten Gegner. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und uns diese Datenschutzperspektive ein bisschen näher bringen. Herzlich willkommen. Danke. Herr Schaar, am 31. Januar haben Sie mit einiger öffentlicher Wahrnehmung Ihren Facebook-Account gelöscht, wegen der neuen Datenschutzrichtlinien, die damals in Kraft getreten sind.
und denen man durch die Weiternutzung einfach zugestimmt hätte. Sie haben dazu geschrieben, dass Facebook wissentlich gegen Artikel 8 der EU-Grundrechtecharta verstößt. Das ist der, der den Schutz der personenbezogenen Daten zusichert. Meine erste Frage an Sie, vermissen Sie Facebook seitdem? Und die zweite Frage da verbunden damit vielleicht, warum sind Sie erst da bei Facebook ausgetreten? Waren die Datenschutzrichtlinien vorher wirklich so viel besser? Also die erste Frage kann ich ganz klar verneinen. Das ist bei mir aber auch relativ einfach, weil Facebook in meinem Leben keine wirklich große Rolle gespielt hat. Und da komme ich dann im Grunde auch schon zu der zweiten Frage. Ich habe meinen Facebook-Account eher als so einen Versuch verstanden von Anfang an, auch wenn der sich über einige Jahre hingezogen hat. Ich bin jemand, der nicht nur immer über Dinge redet, die er nicht kennt und nicht erfahren hat. Bei manchen Dingen muss man das machen, zwangsläufig. Aber das war auch so ein bisschen ein Versuch. Und ich fand dann tatsächlich, dass mit dieser neuen Richtlinie, Nutzungsrichtlinie, die Facebook den Nutzern aufoktroyiert hat, einfach so eine rote Linie überschritten war. Und das hängt ganz stark mit dem zusammen, worüber wir jetzt gerade sprechen heute. Nämlich damit, was ist eigentlich privat, was ist noch privat und was dürfen Unternehmen einfach sich herausnehmen von unseren Daten. Wenn ich einen Beitrag, wie Sie das gemacht haben offensichtlich, in Facebook einstelle und dort eine Veranstaltung ankündige, also da werbe, dann mache ich das öffentlich, das ist nicht Privatsphäre. Das ist ein ganz bewusster Akt, das öffentlich zu machen. Gut, manche meinen, sie machen das nur öffentlich für ihre Freundinnen und Freunde, wenn es eine Partyeinladung ist oder so etwas. Aber wenn sie das allgemein teilen, dann kann im Prinzip jeder darauf zugreifen. Das ist ihre persönliche Entscheidung. Aber Facebook nimmt sich wirklich raus mit dieser neuen Richtlinie. Nicht nur das Surfverhalten innerhalb von Facebook zu kontrollieren, sondern mein komplettes Surfverhalten, soweit es dem Unternehmen möglich ist, da irgendeine Zuordnung vorzunehmen. Und das ist leider sehr häufig möglich. Immer wenn auf einer Webseite ein Facebook-Like-Button drauf ist und wenn Sie mal schauen, werden Sie feststellen, das ist auf ganz vielen Webseiten so, dann erfährt Facebook, dass ich auf dieser Seite gerade war. Ne? Und zwar egal, ob Sie diesen Button anklicken oder nicht. Und das nimmt sich jetzt Facebook auch als Recht heraus, wogegen man nichts machen kann. Das heißt, das komplette Surfverhalten wird mehr oder minder registriert. Es gibt noch ein paar andere Methoden, mit denen das geschieht. Darüber kann man dann vielleicht nachher nochmal sprechen. Aber ich finde, das war für mich so der Punkt, wo ich sagen kann, ich habe dann eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, darüber zu entscheiden, was dieses Unternehmen von mir weiß. Weil es mir diese Entscheidung abgenommen hat, und zwar vollständig, und zwar nicht nur bezogen auf die Nutzung des eigenen Dienstes. Und dasselbe gilt auch für die Smartphone-Nutzung, wo also praktisch Daten, die auch in anderen Apps anfallen, zum Beispiel Standortdaten, von Facebook einfach auch abgesaugt werden. Das Recht nimmt sich Facebook heraus, sonst darf man das nicht mehr nutzen. Und da muss ich einfach sagen, das ist nicht nur ein ganz bloßer Rechtsverstoß aus meiner Sicht, das wird ja derzeit auch verhandelt, auch vor dem Europäischen Gerichtshof, aber auch vor deutschen Gerichten, sondern das ist darüber hinaus, denke ich, auch eine komplette Respektlosigkeit im Hinblick auf die Entscheidungsfreiheit eines jeden, der das Internet nutzt. Und das, finde ich, geht einfach zu weit. Und da habe ich dann gesagt, da verzichte ich dann auf das Benefit, eine Veranstaltung teilen zu können auf Facebook. Es gibt ja zum Glück noch ein paar andere Dienste, die nicht ganz so schlimme Nutzungsbedingungen haben. Aber dafür gebe ich denen nicht diese Möglichkeit, mein Nutzungsverhalten zu tracken. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich damit nicht vollständig geschützt bin, aber jedenfalls muss man ja so ein Stück, finde ich, von Souveränität auch bewahren. Das ist da einfach nicht mehr möglich. Sie haben ja gerade gesagt, es gibt ja noch ein paar andere Dienste, aber nun ist es ja so, dass die meisten Leute schon bei Facebook sind. Und das heißt, also zum Beispiel, genau, wenn ich mich als Akademie jetzt aus Facebook zurückziehe und meine Veranstaltung dann nicht mehr einstelle, dann komme ich bei einer gewissen Zielgruppe ja gar nicht mehr an. Also was sind denn die Alternativen? Welche Dienste können wir denn besser nutzen? Naja, das ist schon richtig. Also Sie erreichen auf dieser Plattform dann die Menschen nicht mehr. Ja, und dann muss man fragen, was
kann Twitter machen, was macht, wie viel haben Sie auf Ihrem E-Mail-Verteiler drauf, haben Sie die Möglichkeit, die Leute auch postalisch einzuladen, das ist vielleicht der alte Weg, aber so ganz unmöglich ist sowas ja auch nicht. Also man muss dann sich fragen, wie kommunizieren wir? Und ich denke mal, Sie erreichen ja über Facebook mich nicht mehr, beispielsweise. Also insofern ist natürlich das auch so, dass, gut, das ist jetzt nicht typisch, und viele sind einfach viel stärker eingeschlossen in so einen Dienst, weil die ganzen Freundschaften und Kontakte über Facebook und Co. Organisiert werden. Ne? Aber das ist... Das ist etwas, wo man dann im Grunde sich schon ein Stück entscheiden muss. Und gerade bei Jugendlichen, darüber sprechen wir ja nachher nochmal, stellt sich diese Frage ja besonders stark. Und da muss man fragen, wie weit dürfen diese Unternehmen gehen und wie können wir ihnen auch klare Grenzen setzen, damit so etwas nicht geschieht. Also Facebook hat auch ohne diese extreme Ausweitung des Tracking, so nennt man das, ja ganz gute Gewinne machen können. Aber das hat eine gewisse Maßlosigkeit. Heute sagt Facebook noch WhatsApp, da machen wir das noch nicht. Wir haben das zwar aufgekauft, aber da machen wir das noch nicht. Aber die Frage ist natürlich, warum hat man WhatsApp aufgekauft? Ich bin davon überzeugt, dass innerhalb einiger Monate dieses noch nicht dann geändert wird, das machen wir jetzt auch. Ne? Das heißt, auch dort sind ja viele eingeschlossen und Facebook und ist ja ein Unternehmen, das in besonderer Weise seine Nutzer einschließt und abschottet. Wenn ich eine SMS schicke, per Handy, dann kann ich Ihnen eine SMS schicken, auch wenn Sie bei einem ganz anderen Telefonanbieter sind. Aber Sie können keine SMS in WhatsApp schicken oder WhatsApp zu Telekom oder was weiß ich. Das geht einfach nicht. Und das ist eine ganz bewusste Politik, die Leute abzuschotten und abhängig zu machen. Und man wird angefixt durch diese Kostenlosigkeit. Und dann werden die Kosten natürlich letztlich sein, dass man praktisch dieses total in der Abhängigkeit von so einem Unternehmen gerät, das damit dann natürlich erhebliche Gewinne erzielen kann und ich vermute mal nicht ausschließlich mit Werbeeinnahmen, die dort erzielt werden. Da werden auch andere Geschäftsmodelle mit der Zeit erschlossen. Ja, Jan Kellauer, du bist noch bei Facebook, soweit ich weiß. Was tust du da für den Schutz deiner Daten? Was stellst du ein und wie sprichst du auch mit Jugendlichen darüber, was sie da einstellen und welche Daten sie dort eingeben? Ja, ich bin auch bei Facebook und habe da nur wenige Facetten meiner eigenen Identität laufen. Also das ist sozusagen auch eine Beschränkung, die äußert sich dann auch in einem Freundeskreis. Ja. Also bestimmte andere Kanäle habe ich und die mache ich nicht über Facebook. Das ist schon eine erste bewusste Entscheidung. Und das Zweite ist letztendlich nichts anderes als das, was ich Jugendlichen auch erzähle, nämlich überleg du, wem du sozusagen die Freundschaft abnimmst, was du wie dort sagst und immer mit einer konkreten Vorstellung, um welche Öffentlichkeit dreht sich da eigentlich. Was ich nicht mache, gleich mal ein Geständnis, ich teile die Freunde nicht mehr in verschiedene Gruppen ein, das ist mir viel zu aufwendig. Und da geht es mir leider genauso wie den meisten Jugendlichen und also ich denke, dass es auch nicht nur ein Problem von Jugendlichen ist. Sozusagen als Pädagoge kann ich Jugendlichen gegenüber nicht mit dem Zeigefinger kommen. Eine gute Voraussetzung ist zu wissen, um was es da geht, also was Facebook ist, und dann auch zu wissen, warum Jugendliche das machen. Und ich muss also, um sozusagen kurz zu sagen, ich muss da schon ein Stück weit Akzeptanz und Verständnis daherkommen, um zu wissen, dass das wichtig ist, solche Tools zu nutzen oder was auch immer das Tool morgen ist. Das verschiebt sich ja dann nur. Wozu diese Tools genutzt werden, für eine soziale Einbindung, für sozusagen die Entwicklung von Selbstständigkeit, also mich selbst als selbstständige Person kenntlich machen, ist einfach eine ganz wichtige Aufgabe im Jugendalter. Und wenn ich das weiß, dann kann ich sozusagen den Jugendlichen gegenüber Hilfestellungen leisten, auf deren Grundlage sie selbst entscheiden können, wie restriktiv stelle ich dort welche Zugänglichkeiten ein, was sage ich dort wie. Also es ist ja auch nicht so, dass es nur um technische Möglichkeiten geht,
sondern man sich schon auch überlegt, wie genau Bilder aussehen oder was genau Bilder abbilden, wie genau Texte formuliert werden, ob dort persönliche Informationen von mir oder von anderen wiedergegeben werden oder nicht. Es ist also sehr, man muss es einfach wissen, wie die Jugendsprache ist, um da passende Tipps geben zu können. Also ich verstehe das übrigens vollständig. Ne? Also das war ja auch ein Anliegen sozusagen meines Selbstversuchs. Kann man damit Leute erreichen und Szenen erreichen? Ich hatte allerdings dann den Eindruck, dass für diese Zwecke, nämlich Sensibilisierung für datenschutzpolitische Themen, Facebook nicht besonders geeignet ist. Ne? Also es hat sich nicht wirklich, also das war nicht überwältigend, feedback-mäßig. Ne? Aber wenn man sich überlegt, was für Themen dort die Renner sind, dann sind das andere. Und sofern es politische Themen sind, sind es Themen, die bei denen Menschen den Eindruck haben, dass sie in den offiziellen Medien überhaupt nicht auftauchen. Ne? Warum ist Pegida beispielsweise so erfolgreich in Facebook? Ne? Also das sicherlich, weil das ein ideales Organisationsmittel ist, abseits der Mainstream-Medien, die eher kritisch berichten. Ne? Also insofern, und dasselbe kann man natürlich sagen für islamistische Angebote. Bei YouTube beispielsweise ist es so, dass zu den Rennern auch der deutschen Nutzer solche entsprechenden Hassprediger-Videos gehören. Ne? Also insofern muss man immer fragen, was läuft da? Also ganz abseits davon, dass natürlich die allermeisten Angebote weder mit Pegida noch mit Hasspredigern noch mit Datenschutz etwas zu tun haben, sondern ganz einfach persönliche Interessen sind, die man irgendwie teilt. Bestimmte Events, die man irgendwo ankündigt oder organisiert im privaten Bereich. Siehst du das auch so, dass Facebook hauptsächlich so ein Medium ist, über das so anständige Themen verhandelt werden können? Ich spreche jetzt sozusagen über das, was wir von Jugendlichen wissen, da sind es schwerpunktmäßig die Themen von Jugendlichen. Also da dürfen wir sozusagen nicht sozusagen in politischer Öffentlichkeit denken, sondern da geht es um Interessen, Hobbys, es geht um auch sozusagen Lebensziele, es geht um Werte, all das wird da verhandelt und das wird da im sozialen Miteinander verhandelt. Insofern ist es sozusagen, das sind ganz spezifische Öffentlichkeiten, das sind ganz spezifische Teilöffentlichkeiten, die, und da liegt ja die Verantwortung auch im eigenen Medienhandel, selber zusammengestellt werden. Die Ausschnitte werden selber gewählt und in jeder, also das ist sozusagen die Überschneidung von Sozialräumen, die dort entsteht und das ist das Häufiges, was wir jetzt seit Jahren erzählen, als mit den Pädagogen, dass diese Offline-Online-Differenzierung für Jugendliche kaum mehr hinhaut. Also das sind soziale Räume wie andere auch, wie im Schulhof, mit ihren eigenen Bedingungen, die man sehr wohl kennen muss, aber die Wertigkeit sozusagen, die ist erstmal gleich und Jugendliche verhandeln ihre Themen mit ihren Leuten, jetzt ganz einfach ausgedrückt, und das ist sozusagen der Ausschnitt, den die dann auch wahrnehmen. Das ist also sehr, sehr stark individualisiert und ich würde vielleicht gleich mal auf ein Beispiel der sozusagen politischen und auch kulturellen Zubehörigkeiten, Meinungsäußerungen kommen. Das ist tatsächlich was, wenn man die Jugendliche befragt, welche Informationen über dich würdest du denn preisgeben, welche nicht. Was relativ kontrovers auch verhandelt wird. Also da gibt es Jugendliche, die sagen, es ist doch selbstverständlich, dass man das macht, dazu stehe ich, in welche Richtung auch immer politisch. Und andere sagen, nee, das mache ich lieber nicht, da habe ich die Befürchtung, diskriminiert zu werden oder das ist halt Privatsache. Also das ist ein Zeichen, wie sich Privatheit gerade kulturell neu bestimmt. Und das als Pädagoge kann ich das nur von den Einzelnen ausdenken. Das ist schwierig jetzt zu fassen. Also es gibt jetzt sozusagen nicht das Entweder-Oder, das ist privat, das ist öffentlich, sondern es ist tatsächlich eine individuelle Aushandlung und die kann im individuellen Fall auch unterschiedlich ausfallen. Also für den einen ist das eine gute Lösung, für den anderen nicht. Wenn das tatsächlich so ist und dass die Privatsphäre sich quasi individualisiert oder das, was privat ist, für mich ist es vielleicht mein Hobby, für jemand anders dann das Geburtsdatum. Was bedeutet das dann für den Datenschutz? Also ist es dann überhaupt noch ein allgemeingültiger Datenschutz zeitgemäß? Naja, also ich denke, ich will nochmal diese Differenzierung versuchen. Ich finde es in Ordnung, wenn jemand selber entscheidet, das teile ich mit anderen. Ich
finde es nicht in Ordnung, wenn da sozusagen jemand hinter so einem venezianischen Spiegel steht. Sie haben das, Sie kennen den, da kann man nur durch eine Seite durchschauen, auf der anderen Seite sieht es aus wie so ein Spiegel. Ne? Und so funktioniert Facebook. Und die, die hinter dem Spiegel stehen, die wissen viel, viel mehr als die, die vorm Spiegel stehen. Und das ist eigentlich das Problem. Nicht? Also das ist, da wird sozusagen wird gesagt, okay, ihr könnt den Hobbykeller kostenlos nutzen, aber ihr müsst eure Haustürschlüssel auch noch abliefern bei uns. Damit wir dann, wenn ihr, wir gucken uns dann mal um, für was ihr euch so interessiert, wie ihr so lebt, dann können wir euch noch bessere Angebote machen, den Hobbykeller noch schöner gestalten. Ne, also so ein bisschen ist das, kein Mensch würde sowas, so einen Deal machen. Aber auch in der digitalen Welt sind solche Deals offensichtlich durchaus ziemlich erfolgreich. Ich stimme dem vollkommen zu. Also diese Differenzierung muss man machen. Es gibt sozusagen eine öffentliche Kommunikation allgemein zugänglich für die Freunde, für Eltern, Lehrer etc. Da kann ich sagen, als pädagogisches, als Tipps oder als Hilfestellung aus der Pädagogik sagen, so und so kann man selber souverän handeln. Es gibt das, was im Hintergrund passiert, also eine Datensammlung, Aggregation, Profilbildung. Das läuft erstmal völlig außerhalb der eigenen Kontrollmöglichkeiten. Und da ist es natürlich eine staatliche Verantwortung, also eine Schutzverpflichtung des Staates. Die kann ich als Pädagoge zwar nicht warten und muss deshalb trotzdem sagen, wie könnt ihr euch so gut wie möglich auf Facebook bewegen. Aber die ist natürlich... Die wird auch dann für Jugendliche zu einem Thema, das gibt es vereinzelt, das ist sicherlich nicht sozusagen weit verbreitet, im Sinne eines politischen Engagements oder politischer Überlegung. Ja, Jugendliche so im höheren Jugendalter bringen dann vereinzelt schon diese abstrakte Ebene mit rein und haben sehr wohl auch ein Wissen aus den Medien, das ist sozusagen mit spätestens mit dem NSA-Skandal präsent in der Öffentlichkeit, dass im Hintergrund solche Daten gesammelt werden, dass im Prinzip alles, was ich da irgendwie reingebe, technisch gesehen öffentlich ist. Das ist erstmal ein Dilemma. Also was soll man da machen? Also ich finde es doch durchaus okay, an einem bestimmten Punkt zu sagen, hier gehe ich raus. Das muss man sich sozusagen leisten können, im Sinne der eigenen sozialen Eingebundenheit. Aber das ist tatsächlich ein Dilemma. Und der Umweg, das ist gar nicht der richtige Begriff, das, was ich als Pädagoge dann mache, ist zu sagen, ich vermittle solches Wissen über das, was dort im Hintergrund passiert. Ich vermittle auch Wissen darüber, wie sich sozusagen Unternehmensregulierung gestalten könnte. Ich vermittle dann ein Wissen, welche Möglichkeiten es dann doch gibt, aber das ist dann sozusagen eher politische Interessenbildung, Aktivitäten etc., dort eine Öffentlichkeit zu schaffen, die genau das stärker kritisiert. Ja, also weil momentan haben wir ja das Phänomen, dass sehr viele das nicht mögen, aber letztendlich im Alltag es nicht anwenden können, weil die Kontrollmöglichkeiten fehlen der Bürger und auch der jungen Bürger. Und es ist so komfortabel, es ist so einfach, es ist auch gut gemacht, das muss man einfach sagen. Ne? Also das WhatsApp ist viel besser als SMS. Ja, so ist es einfach. Und dann kostet es noch nicht mal was. Also insofern denke ich, das sind Aspekte, wo man einfach mal drüber nachdenken muss, wie man aus diesem Dilemma herauskommt. Weil auf die Dauer geht das, finde ich, nicht. Zumal nämlich die Folgen, die solche Geschäftsmodelle haben und auch, sag ich mal, eine gewisse Lässigkeit im Umgang der Einzelnen mit diesen Modellen, vielleicht auch eine Naivität, was man da reinstellt, sich dann auf die Dauer dann doch negativ auswirken. Das ist einfach das Problem. Das sieht man ja jetzt schon so, wo die, das sind keine Digital Natives, aber die als relativ jungen Menschen begonnen haben, das Internet zu nutzen, vor vielleicht 20 Jahren, ne, und jetzt im Beruf stehen und eigentlich das überhaupt nicht mehr gut finden. Dass jetzt bestimmte Dinge, die sie seinerzeit mal im Affekt oder mit einem gewissen Alkoholpegel dort mal in irgendeinem Newsgroup oder einem Forum geschrieben haben, dass das jetzt nach wie vor für die Arbeitgeber, für die Kollegen, für den aktuellen Freundeskreis oder die Partnerin zugänglich ist. Ne? Also ich sage das ganz bewusst, man verliert die Kontrolle dann, wenn man das erstmal digital ins Netz gestellt hat. Und das ist verdammt schwierig bis unmöglich, das dann wieder zurückzuholen. Das ist ein Dilemma, das Sie jetzt beide angesprochen haben. Da spricht man ja häufig vom Privacy Paradox. Also wir wissen irgendwie, dass unsere Daten gesammelt werden können, dass sie öffentlich zugänglich sind, nicht nur bei Facebook, sondern überall.
Es ist uns eigentlich auch nicht egal, wir finden das überhaupt nicht gut, aber wir teilen sie trotzdem. Und da ist dann ja schon die Frage, wie kommt das? Na, das ist wie bei vielen anderen Lebensbereichen. Also ich bin bestimmt seit meinem 25. Lebensjahr mir im Klaren, wie man beispielsweise Gewicht verliert. Also das ist mir absolut klar. Ich kenne da auch alle Hintergründe und so. Und irgendwie klappt es doch nicht so ganz effektiv. Also ich sage, das ist vielleicht jetzt nicht ganz das passendste Beispiel, aber es gibt einen Unterschied zwischen Kopf und Bauch. Ne? Und es gibt bestimmte Gewohnheiten und Bequemlichkeiten, Dinge, die einfach eingerissen sind. Und vielleicht gibt es ja so eine Art digitalen Setpoint auch, wo man so sagen kann, da, die Leute haben sich an so ein bestimmtes Niveau gewöhnt, dauernd immer irgendwie aktiv zu sein, auch wenn sie es eigentlich nicht mehr gut finden. Und jetzt muss man fragen, wie kann man, ohne jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger zu argumentieren, da stimme ich Ihnen völlig zu, dazu kommen, dass das Ganze vielleicht ein Stückchen in eine vernünftige Richtung sich wieder bewegt und auch sozusagen im persönlichen Verhalten. Vielleicht noch ein Punkt zu diesen Paradoxen, das glanzt sich ja fort, also die Konsequenz dieses Auseinanderfallens von einer bestimmten Einstellung und dem praktischen Handeln, die passiert auch auf der Ebene von Verantwortungszuschreibung. Also komischerweise fühlt sich jeder selber dafür verantwortlich, naja, ich muss das da sozusagen auf den Freundeskreis beschränken und ich muss selber überlegen, welche App ich nehme und so weiter. Und die Verantwortung, die bei zum Beispiel Unternehmen oder auch bei Sicherheitsbehörden liegt oder beim Gesetzgeber, die wird da nicht so sehr gesehen. Ne? Also das ist was so fern ist, scheinbar, auf einem anderen Level, dass das als Konsequenz letztlich auf die eigene individuelle Verantwortung zurückgezogen wird. Also was ich öffentlich mache, ist dann sozusagen, oder andersrum, was ich irgendwie im Netz kommuniziere, ist öffentlich und dann bin ich sozusagen selber dran schuld, wenn ich das mache. So, und da gibt es dann gewisse kreative Umgangsmöglichkeiten. Ich kann also zum Beispiel in Codes sprechen oder posten, sodass ich zum Beispiel nicht unbedingt erkennbar bin, dass mir nicht so schnell so einfach verknüpft werden kann, was ich preisgebe an verschiedenen Orten, über verschiedene Dienste im Netz. Das machen Jugendliche mit gewisser Leichtigkeit. Das ist nicht ein kompletter Selbstschutz, aber das findet statt jenseits von technischen Bedienfähigkeiten. Die kann man vermitteln, das ist schnell gesagt. Da macht man alle halben Jahre mal ein Update von der Checkliste, wie die besten, also sagen die datensichersten Einstellungen bei Facebook funktionieren. Das ist aber nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wem ich was mitteilen mag und wem nicht. Das wiederum, wie gesagt, trifft diese allgemein zugänglichen Sachen. Also wer dann sozusagen hintenrum mitliest und zusammenstellt, ist nicht mehr beherrschbar. Das heißt also, du würdest die Verantwortung dann eher an anderer Stelle sehen, also dass das Individuum die quasi wieder ein bisschen mehr abgeben kann und nicht alleine dafür verantwortlich ist, was über einen im Netz steht. Habe ich das da jetzt richtig verstanden? Das ist sowohl als auch. Also ich kann natürlich, was ich gerade gesagt habe, bedeutet, die individuelle Verantwortung darf man nicht sozusagen absolut sehen. Das passiert aber, das höre ich auch von Jugendlichen, weil sie sozusagen in letzter Hinsicht ratlos sind. Und das ist ja nicht was sich auf Jugendliche begrenzt. Auf der anderen Seite denke ich sehr wohl, dass die Verantwortung sozusagen auf Regulierungsseite liegt und Selbstverpflichtungen an Unternehmen haben bis jetzt zu nicht viel geführt, also muss man da nachstellen. Und insofern ist eine Selbstregulierung aufs Individuum gestützt sozusagen nicht ausreichend. Also beides, die Verantwortung liegen auf mehreren Seiten und aus der Pädagogik, der Politik etc., Wissenschaft kann man dann jeweils die Sachen befördern. Ich finde, wir sollten vielleicht auch noch mal sogar noch einen Schritt weitergehen und müssen fragen, wie sieht unsere Vorstellung von Öffentlichkeit aus? Nicht nur von Privatsphäre, sondern was heißt eigentlich Öffentlichkeit? In so ganz traditionellen Medien, also das ist ja gar nicht so lange her, dass das eigentlich unseren Alltag bestimmt wird, war es ja so, dass im Prinzip jedenfalls man in den verschiedenen Sphären, in denen man sich bewegte, eine eigene Identität hatte. Ne, das heißt, man war zwar man selbst, aber man war in der unterschiedlichen Rolle als Beschäftigter in einem bestimmten Beruf,
hat man bestimmte Dinge gemacht. Man hat in einem Verein mitgearbeitet oder in drei Vereinen. Man hat Musik gemacht oder ist ehrenamtlich irgendwo tätig und in der Kirchengemeinde und wo auch immer. Ne? Und in all diesen Sphären hat man ein bestimmtes Bild. Und man hat auch durchaus ein gewisses gemeinsames Verständnis gehabt, was sozusagen in diesem Bereich jeweils die anderen wissen sollen. Ne? Aber durch die Digitalisierung, und das ist tatsächlich nicht nur Facebook, ist diese Trennung der Sphären ein Stück zusammengebrochen oder ist praktisch und wird unterlaufen. Wir können das nicht mehr wirklich trennen. Also ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Dinge, die Sie jetzt in Ihrem privaten Bereich anstellen, dass Sie nicht unbedingt wollen, dass jetzt die Akademie jetzt das zu einem Thema macht. Und das, glaube ich, jeder hat solche Bereiche. Aber dadurch, dass diese Informationen, die irgendwo verfügbar werden, jetzt überall verfügbar sind, auch über diese, quer zu diesen Sphären, verliert man ein Stück diese Kontrolle über das Bild, das andere sich von einem machen. Das hat man zwar in der Vergangenheit auch nicht immer gemacht, aber diejenigen, die bewusst die Öffentlichkeit suchen, die verlieren natürlich dann auch diese Kontrolle. So ist das dann eben. Aber für den ganz normalen Menschen, der eben nicht in der Öffentlichkeit steht, ist das schon ein Riesenproblem. Du hast ja eben gesagt, du stellst ganz bewusst nur einen bestimmten Teil deiner selbst online. Das ist ja dann genau das Problem, dass du darüber vielleicht eventuell die Kontrolle verlierst, oder nicht nur du, sondern wir alle. Du sagst, bei Facebook zeige ich mich nur so, aber ansonsten im Netz bin ich auch ganz anders offenbar. Das ist begrenzt möglich, also das gelingt mir auch nicht, das ist tatsächlich so. Wenn man das jetzt nur auf einer Plattform behandelt, dann habe ich natürlich über die Freunde, diversen Freunde, die man da hat, eben solche Überschneidungen. Und dann postet mir halt jemand was hin, was ich da eigentlich nicht haben will, und dann kann ich das schon nicht mehr zurückholen. Es ist sehr schwierig, das ist sozusagen eine Leitorientierung. Wobei, da bin ich aber vorsichtig, weil das sozusagen, wenn man jetzt kulturellen Wandel betrachtet, würde ich dafür plädieren, das auch mit einer bestimmten Offenheit zu tun. Wir wissen nicht, wie wir das in 30 Jahren sozusagen retrospektiv bewerten. Dass es eine deutlichere Überschneidung von Facetten von Identitäten gibt oder Facetten von Identität gibt, inwieweit das zum Nachteil werden kann. Da ist es sicherlich so, dass es auch eine inhaltliche Bewertung gibt. Das ist nochmal eine andere Ebene. Ja. Also wenn jemand einfach zeigt, dass er vielfältig engagiert, interessiert, belesen ist etc. oder eingebunden in soziale Kontexte, ist es ja nochmal was anderes, als wenn es sozusagen sehr große Widersprüche dort sind, die dort offenbar werden. Das ist alles was sozusagen dann in diesen Sozialräumen auch verhandelt wird, was sozusagen dann auch flexibel ist in der biografischen Erzählung, die dort passiert. Also das ist ja sowieso neu für uns als Medienforscher. Es ist im Prinzip traumhaft, dass man über Jahre hinweg nachvollziehen kann, wie sich Biografien bilden, verändern, welche Faktoren dort eine Rolle spielen. Veröffentlichen darf ich das aber nicht. Also sozusagen jetzt eine wissenschaftliche Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und dann ist es so, aber das sage ich auch mit einer großen Vorsichtigkeit, heute ist es noch klar, welche Dinge sozusagen nicht verziehen werden und dann in anderen Bereichen, also im Arbeitsbereich zum Beispiel, eben nachteilig behandelt werden. Ist das so in Zukunft? Also das ist nur eine Frage, die ich mir stelle, wenn man sozusagen die Gesamtheit betrachtet. Oder gibt es eventuell eine stärkere Rücksicht auf sozusagen abweichendes Verhalten in der Jugend etc.? Also das ist meine persönliche Überlegung. Im Prinzip gilt sozusagen als Orientierung für Jugendliche dann natürlich so restriktiv wie möglich damit umzugehen. Und das vielleicht auch noch als Ergänzung. Also mittlerweile gibt es so viele so viel Aufmerksamkeit für das Thema Privatheit und Datenschutz in der Schule zum Beispiel, durch Projekte, durch einfache Hinweise etc., dass das auf einer ganz oberflächlichen Ebene auch in das Alltagshandeln reingewachsen ist. Also wenn jemand Partybilder da reinstellt oder vielleicht auch Bilder von Dritten oder so, dann ist das, ich kann jetzt nicht empirisch sagen, aber das ist immer häufiger dann auch relativ bewusst, dass das problematisch gesehen wird von der Allgemeinheit,
Das ist relativ klar mittlerweile. Das Spannende pädagogisch, aber auch vom kulturellen Mantel her, sind sozusagen die Grenzgänger. Also wo sind zum Beispiel ist eine Selbstoffenbarung über eigene zum Beispiel Probleme in der Familie. Wo ist das positiv, wo ist das negativ? Jetzt auf dieser Ebene in den sozialen Räumen. Wenn davon mehr Leute mitkriegen als vielleicht der engste Freund, ist es, sagen wir im heranwachsenden Alter, eine wichtige Funktion, die Unterstützung kommt oder wird erhofft aus dieser Community. Das wird verhandelt. Ja. Früher hätte man, also früher, ich gehörte auch zum alten Eisen, wir hatten das Internet nicht, da hatte man entweder jemand im Dorf, mit dem man das verhandeln konnte oder nicht. Also da finden Wandlungsprozesse statt und da muss man auch ein Stück weit erstmal zuschauen, welche Wege Heranwachsende finden, souverän mit diesen Tools umzugehen. Wobei man aber auch noch eine weitere Dimension beachten muss, dass die meisten Themen, über die diskutiert wird, gerade wenn es um soziale Konflikte geht, aber auch um sonstige soziale Beziehungen, eben nicht nur einen selber betreffen. Und dadurch, dass die sozialen Netzwerke gerade auf ein Beziehungsgeflecht abbilden, ist es so, dass die Informationen und Eigenschaften und Verhaltensweisen der Community, die sich um einen bildet, ne, die man natürlich als Freunde, Follower oder wie auch immer hat, oder denen man folgt, ne, bei Twitter oder so etwas, dass die, deren Verhalten sich auch sozusagen abbildet bei mir. Ne, und dass darauf basieren auch Geschäftsmodelle, nicht? Also wo dann so gesagt wird, aber jemand von ihren Freunden hat jetzt gerade dieses Buch gekauft. Willst du nicht auch? Na, und es gibt ja auch interessante Untersuchungen, ne, die genauso so Fragen stellen, was kann man eigentlich alleine aus den Freundeskreisen an Informationen über die Person gewinnen. Ne? Also selbst derjenige, der sehr restriktiv ist mit seinen Informationen, kann über seine Freundschaften wiederum sehr viel mehr preisgeben oder andere können daraus diese Informationen gewinnen. Ne? Also wenn man seine Religionszugehörigkeit nicht preisgibt, wenn man seine politische Einstellung auch dort nicht offenbart, aber oder seine sexuellen Präferenzen oder so, ne, dass dann gleichwohl aufgrund dieses Freundeskreises solche Informationen dann geschlussfolgert werden. Dass das mit einer gewissen Unschärfe immer noch mit einer Restunschärfe verbunden ist, stimmt zwar, aber es ist schon ziemlich prägend, ne, und es wird auch so dann in diese Profile mit aufgenommen. Und das kann Konsequenzen haben. Nicht? Also denken Sie dran, dass eben auch unsere Wertvorstellungen eben nicht überall auf der Welt geteilt werden. Selbst wenn unsere Gesellschaft insgesamt toleranter geworden ist, das ist, glaube ich, nicht zu übersehen. Also dass unsere Gesellschaft insgesamt eher toleranter ist als vor 20 Jahren. Aber trotzdem ist das nicht überall so. Das ist nicht in Saudi-Arabien so, das ist nicht in Russland so und wir müssen gar nicht so weit gehen, glaube ich. Und das sind Bereiche, wo man mit der falschen sexuellen Orientierung dann schon ziemliche Probleme hat. Ne? Wo wir gerade beim Wandel sind, wenn man sich die Diskussion im Moment anguckt über Datenschutz und Privatsphäre, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Problem erst mit der Digitalisierung erfunden wurde. Aber gerade hier in der Gegend, in den neuen Bundesländern, wissen wir ja, bis vor 25 Jahren gab es hier noch quasi eine Totalüberwachung. Ist der Datenschutz jetzt also besser oder eher schlechter geworden und wie viel Schuld in Anführungszeichen tragen daran eigentlich die digitalen Medien? Also ich würde sagen, im Hinblick auf die Auswirkungen, diese Eingriffe in die Privatsphäre hatten, war die DDR ein viel gravierenderer Bereich, ein viel gravierenderer gravierendes Umfeld, als wir es heute haben. Also weil einfach die Konsequenzen dieser Eingriffe viel brutaler waren für manche, ne? Also für einige nicht, ne? Aber für etliche schon, ne? Also die dann sich abweichend verhalten haben oder irgendwo in Verdacht gerieten, nicht? Also die hatten dann echt riesige Probleme, ne? Das viel größer, als wir das in unserer jetzigen gesellschaftlichen Situation haben. Aber wenn man jetzt mal von dem Umfang der Informationen ausgeht, dann muss man feststellen, dass diese Informationsmasse, dieses Netz, das um uns gezogen wird, ganz ohne IMs, viel enger ist, viel engmaschiger ist, als es damals war. Es reicht vielleicht nicht,
direkt in die, sag ich mal, persönlichen Beziehungen rein, dadurch, dass eben keine EMs da sind. Ne? Das ist ja zum Glück. Ne? Also sind ja, das geht ja bis in Familien, wo dann der eine Partner ohne Wissen des anderen die Informationen lieferte. Also das hat ja Vertrauensbeziehungen radikal zerstört. Ne? Also das haben wir zum Glück nicht oder nicht wieder. Also ich hoffe, das bleibt auch so. Ne? Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, der Informationsmenge ist sehr viel größer als damals und die technischen Überwachungsmöglichkeiten sind auch größer. Ich sehe einen entscheidenden Unterschied auch darin, dass wir nicht nur in der Masse und in der technischen Machbarkeit letztlich eine Totalisierung haben in dem Bereich, sondern in der Freiwilligkeit Daten abzugeben. Ja, das ist ein anderer Unterschied. Die Menschen haben Zielkonflikte letztendlich. Selbst wenn das Wissen darüber sehr hoch ist, dass die Daten irgendwo rausgehen, weiterverwendet werden könnten, ob jetzt oder später, mit welchen schädlichen oder nicht schädlichen Interessen dahinter auch immer, haben sie einen bestimmten Nutzen von bestimmten Tools. Und das beschränkt sich jetzt auch nicht mehr auf den Bereich von öffentlicher Kommunikation, sondern meinetwegen, was ich immer nicht verstehe, also sagen die Bereitschaft zur Selbstvermessung, ja? Also meine Jogging-Ergebnisse oder so, die stelle ich dann ins Netz oder die werden anderweitig jetzt rein maschinell übertragen. Also es gibt sozusagen eine sehr viel totalere Verknüpfung von verschiedensten Daten aus allen Lebensbereichen, nicht nur die der Kommunikation, aber das wird noch zusammengefasst, dessen muss man sich bewusst werden. Als Medienwissenschaftler haben wir irgendwie vor einiger Zeit im Internet gedacht, ja, mehr Demokratisierung, mehr sozusagen die öffentliche Kommunikation wandelt sich komplett. Jetzt haben wir sozusagen eine Mediatisierung der Gesellschaft und des Alltags, die ja noch sehr viel weiter reicht in sozusagen Gegenstände, Lebensorganisationen, sehr, sehr viele Bereiche und das wird immer mehr. In die Zukunft blicken kann, ist immer ein bisschen schwierig. Das muss man auch dazu sehen. Also es ist sozusagen eine komplett Erfassung von Alltag möglich. Und die ist dann sozusagen zum größten Teil auch noch mit freiwilligem Zutun derer, die es betrifft. Wobei da natürlich auch noch eine Frage des Menschenbildes sich dann stellt. Da sitzt man dann schon weit über das Thema Privatsphäre hinaus. Also was bedeutet das, dass ich mich total selbst vermisse, dass ich mich optimiere, wie dann immer gesagt wird. Also wie gesagt, das gelingt ja den wenigsten wirklich, sich zu optimieren. Aber wie das ist ja immer mit die Sache mit den guten Vorsätzen. Aber diese Vorstellung ist weit verbreitet, dass die Technik uns jetzt optimiert, bis hin zu einer Vorstellung des ewigen Lebens. Das ist also das ist schon ziemlich irre, finde ich manchmal, was man da von durchaus ernstzunehmenden oder auf den ersten Blick ernstzunehmenden Forschern liest. Ne, und dann die Fragen, die dann da gestellt werden, ob denn nicht Maschinen letztlich das gleiche Recht haben müssen wie Menschen. Das sind ethische Fragen, die völlig, finde ich, außer Dimension geraten sind. Aber da, weil nämlich dann der Wert des Menschen auch relativiert wird, umgekehrt. Also das sind so Aspekte, wo man sagen kann, da nimmt es jetzt eine richtig gefährliche Wendung. Aber zum Glück sind wir da noch nicht so weit fortgeschritten. Also da muss man, glaube ich, dann nochmal sicherlich gesondert hinschauen. Wir haben jetzt hier oben schon eine Menge geredet. Ich würde jetzt gerne das Wort auch zu Ihnen geben. Beziehungsweise vielleicht auch sogar ins Netz, wenn es da schon Fragen gibt. Aber erstmal hier im Publikum, gibt es Fragen oder Anmerkungen? Ja, bitte. Ich habe in der Frage an den erwähnten Referenten, und deswegen bin ich auch gekommen. Und zwar, wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass ich habe es ja wieder mitgekriegt, dieses Problem, was ich wie einen kurdischen Knoten bezeichne, hier gelöst wird, wie man schon manche Probleme gelöst hat. Es muss ja global gelöst werden, in Form einer entsprechenden Konvention, allen voran begleitet von entsprechend vorbereiteten UNO-Arbeitsgruppen, hier etwas zu tun, die ganzen Fehlentwicklungen global so im Sinne von Reset zurückzuführen und in der Sehen Sie, es gibt hier eine Reihe von positiven Beispielen im Umweltschutz, wo hier grundlegende Fehlentwicklungen verhindert worden sind. Und ich sehe auch hier ständig Fehlentwicklungen. Sie haben ja nicht umsonst, Herr Schorf, von dem Venezianischen Spiegel gesprochen. Hier sind ja Menschenrechte
die unfair hier praktiziert werden. Da bin ich wie Sie der Meinung, das muss aufhören. Und das kann nur global aufhören, indem hier etwas strafbewehrt im Sinne eines knallharten Verbots eben hier weltweit geltend gemacht wird. Sehen Sie eine Chance bei dem ganzen Kuddelmuddel, bei dieser Art von, wie nennt man sowas, lobbyistisch geprägter Entscheidungsfindung, man beispielsweise über den Weg globale Unionsgeschichte hier diese schlimmsten Verwerfungen, die ja Fakt sind, zumindest wieder auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen, um die Fehler auszumerzen und dann neu weitermachen zu können. Ist das zu illusorisch? Ich habe ja wenig Hoffnung, aber vielleicht können Sie was Positives dazu sagen. Das ist echt wortgelegen. Also es gibt keinen Reset-Knopf. Muss ich Sie enttäuschen, den gibt es nicht. Was es gibt, ist sicherlich, es gibt verschiedene Einstellmöglichkeiten und es gibt auch die Möglichkeit, über rechtliche Normierungen bestimmte Entwicklungen zu steuern. Wobei wir aber ja auch, Sie haben ja das Beispiel des Umweltschutzes genannt und mir gefällt das sehr gut, das ja ein ziemlich dickes Brett ist und das ist bisher noch nicht gebohrt. Ne? Also das ist zwar bei uns schon ziemlich weit vorangeschritten, dieses Bewusstsein, aber wenn man mal schaut, wenn sich mal den globalen CO2-Ausstoß anschauen, die Statistiken und die Erwartungen für die nächsten 20 Jahre, dann kann man verzweifeln. Ne? Also das ist bei weitem noch nicht gelöst, aber immerhin gibt es darüber den Versuch von Verständigung. Es gibt immer wieder den Versuch, über bestimmte Regulierungen den Schadstoffausstoß zu regulieren, erneuerbare Energien zu fördern und so weiter. Aber wir reden ja jetzt vom Thema Informationsgesellschaft. Da besteht das nur ansatzweise. Und ich vermute mal, da muss es regionale, sage ich mal, Initiativen erstmal geben. Europa hat da eine ganz wichtige Rolle, weil Europa in Sachen Privatsphäre und Menschenrechte einfach immer auch schon eine Vorreiterrolle gespielt hat. Und dabei spielt Deutschland sicher auch noch mal eine ganz bedeutsame Rolle. Also dass man da sagen muss, zumindest da muss man vorangehen, wobei eben diese Regulierung auch nicht dazu führen werden, die Probleme vollständig zu lösen, sondern das ist nur, sage ich mal, ein Rahmen, bestimmte Exzesse zu verhindern, die Richtung ein Stück zu steuern, zu begrenzen, also nicht den großen Strom der Entwicklung aufhalten zu wollen, das ist, glaube ich, aussichtslos. Aber durch bestimmte Grundsätze, bestimmte Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten und Mechanismen, ne? Also bis hin zu Schadensersatz und was weiß ich, also gibt es ja verschiedenste Ansätze dafür, da durchaus Besserungen zu bewirken. Ob das letztlich klappen wird, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ne? Und dazu, aber das, der politische Handlungswille muss erstmal entstehen und der ist gerade bei der jetzigen Spitzenpolitikergeneration nicht so richtig zu erkennen, weil für die Spitzenpolitiker, das gilt für Sigmar Gabriel genauso wie für, was weiß ich, Trittin oder, obwohl er ist nicht mehr so ganz jetzt an der Spitze, oder Angela Merkel. Nicht? Also es gilt, die sind nicht digital affin, die haben auch nicht ihre Zeit vor dem Computer verbracht, als sie mal jünger waren, auch wenn es die schon gab. Sondern die haben halt in ihren Parteijugendorganisationen teilweise gesessen, gut, Angela Merkel nicht, aber jedenfalls waren das nicht die Themen, mit denen sie sich beschäftigt haben und das sind auch heute nicht für die wirklich wichtige Themen. Und das ist halt ein großes Problem, dass der Handlungswille bei den politischen Entscheidern nicht so sonderlich entwickelt ist. Also selbst wenn das teilweise in Sonntagsreden gesagt wird, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man mal schaut, was dann tatsächlich bewegt wird, ist das relativ wenig. Ich stimme zu, es ist ein extrem dickes Brett. Das Neulandproblem löst man vielleicht noch mit dem Generationswechsel in den politischen Entscheidungsebenen, aber wirklich zu internationalen oder zwischenstaatlichen Regelungen zu kommen, ist auch nicht nur eine organisatorische Frage, sondern es hat was mit sozusagen unterschiedlichen Werten zu tun, die in unterschiedlichen Kulturen vertreten werden. Ich kenne das, ich bin da, was Datenschutz angeht, nicht so der Spezialist, aber aus anderen Debatten im Bereich Jugendmedienschutz
Das ist einfach sehr, sehr schwer, da irgendwie auf einen Konsens zu kommen. Und wenn, dann ist das ein ganz, ganz minimaler. Aus globaler oder europäischer Sicht sind wir in Deutschland wahrscheinlich sehr restriktiv, schon restriktiv, was den Datenschutz und die Regulierung angeht. Und von dem Niveau dann sozusagen muss man ja mit anderen schauen, wo man sich da trifft. Und dann hat man unter Umständen so ein Rahmenkonzept. Was ich noch überlege, da muss man vielleicht, oder braucht nicht gleich global denken, vielleicht was die Bundesrepublik angeht oder auch europäisch, wäre es ja auch spannend, dass es ja nicht nur über Restriktionen laufen muss, sondern unter Umständen auch eben solches bürgerschaftliche Engagement gefördert oder angeregt, thematisiert werden kann, das Alternativen schafft. Also wir hatten zu Beginn die Frage, naja, wenn man Facebook im Prinzip will von der Nutzungsoptionalität her, aber eben nicht Facebook mit diesen Bedingungen dahinter, wo geht man dann hin? Ich hätte mir gewünscht, dass Diaspora oder was haben wir, Friendica ist noch so eine Sache, irgendwie mehr Anklang findet, aber es erreicht nicht die kritische Masse. Das sind ja Versuche, die aus so einem bürgerschaftlichen Engagement herrühren. Also sozusagen eine Diaspora sozusagen gedacht als dezentrales Netzwerk, wo sozusagen jeder seine Daten selbst unter Kontrolle hat. Das sind alles, oder ebenfalls freie Netze, sozusagen, wo auch die Dateninfrastruktur sozusagen bürgerschaftlich organisiert oder aufgebaut werden kann. Das sind Entwicklungen, die man ja auch positiv unterstützen kann, um zu sagen, hier hat dann irgendwann mal auch ein deutlicher Anteil der Bevölkerung eine Möglichkeit, tatsächlich die bessere Alternative zu wählen. Hier vorne war eine Frage. Ja, also erstmal eine Anmerkung zu Ihnen. Sie schieben mir ein bisschen zu sehr die Verantwortung auf den Nutzer von Facebook und ich möchte mich an Sie, an Ihren Beitrag anschließen, der da ein bisschen mehr Regulierung auch verlangt. Ich sehe im Prinzip nicht nur keine Regulierung, ich sehe es eigentlich viel schlimmer, dass man zum Beispiel, um bei Facebook zu bleiben, in öffentlich-rechtlichen Medien immer wieder gezwungen wird, irgendwelche Filme zu liken und da mitzumachen. Also ich bin jetzt einer, der Facebook, naja, ich will es nicht sagen, hasst, ich lehne es total ab, weil dort sehr viele Exzesse auch stattfinden. Ne? Ich würde es jetzt zum Beispiel gut finden, so alternative Ansätze dann, wenn ich es in öffentlich-rechtlichen Medien so fördern, und da ist natürlich die Politik schon gefordert. Und da kann man nicht den Jugendlichen jetzt gerade mal anfängt, sich im digitalen Zeitalter zu bewegen, selbst überlassen, irgendwie was gut zu finden. Ja, das wird so nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Ich bin auch kein Freund von Überregulierung. Ja, ich meine, das hat man früher mal gehabt zu DDR-Zeiten. Ne, war auch alles sehr schick, aber nicht so, wie man es bis am Ende jedem gefallen hat. Ne, da gab es also auch genug, die durchs Rost gefallen sind, aber so wie es jetzt gerade abläuft mit dieser Laissez-faire-Politik, die ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen von der öffentlichen Hand zu füttern, zu protegieren, geht mir echt der Hut hoch. Das geht gar nicht. Ja? Also bei aller Liebe, da würde ich mir sehr wünschen, dass sich die Politik der Sache mal annimmt. Ja? Ich bin auch schon dabei, darum in den Medienbeauftragten von ZDF und ARD mal vielleicht eine Mail schreiben, dann kriegt er wahrscheinlich keine Antwort darauf, ist eine Frage, naja, aber es ist einfach für mich ein Unding. Sorry. Ja, die können mit ihren eigenen Medien werben, haben einen schicken Webserver, da gehen sie da hin, gucken sich das und das da an, ist alles in Ordnung. Aber nicht ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, was nach meinem Ermessen und nach dem, was Sie gesagt haben, ebenso ziemlich viel Unfug treibt. Ja, das kann man nett ausdrücken. Probieren Sie es vielleicht mal mit der Mail. Also ich habe bei den Öffentlich-Rechtlichen gute Erfahrungen damit gemacht, dass die tatsächlich reagieren. Möchtest du doch gleich reagieren? Ich würde vielleicht ganz kurz noch eingehen. Also nicht, dass ich missverstanden wurde. Ich bin sehr wohl für eine Regulierung staatlicherseits. Und wenn dadurch Geschäftsmodellen reingepumpt werden muss, dann ist das so. Und das sind ja teilweise sehr einfache Sachen, die seit längerem diskutiert werden. Also ein Recht darauf, mit Pseudonym sich anzumelden, ein Recht auf Löschen etc. etc. Das ist absolut so. Mein praktisches Problem als Pädagoge, der vor Jugendlichen steht, ist, bis das Gesetz im Bundestag durch ist, ist die 11-Jährige, die unbedingt auf Facebook will, und ich kann es ihr nicht verbieten, 13 oder 17, ich weiß es nicht. Was mache ich damit? Also muss ich denen sozusagen eine Hilfe geben und sozusagen ein möglichst kritisches Verständnis im eigenen Medienhandeln und ein verantwortungsvolles Medienhandeln beibringen. Das ist einfach das Problem, und deshalb meinte ich auch, also das eine tun, das andere nicht lassen.
sehr wohl politisches Engagement auch für solche Regulierung zur Stärkung von digitalen Bürgerrechten, auf der anderen Seite eben im Umgang mit der Medienrealität, wie sie sich jetzt darstellt. Die nächste Frage hier vorne sind die blauen Pullover. Ja, meine Frage ist, wir sprechen momentan recht viel über soziale Netzwerke und die freiwillige Preisgabe von Daten, die man selbstständig ins Netz stellt. Viel bedenklicher finde ich allerdings die Entwicklung einfach, was an Daten abgeschöpft wird, die man nicht freiwillig ins Netz stellt. Sie haben gesagt, Europa tut sehr viel in Richtung Datenschutz, das stimmt teilweise, aber Deutschland, würde ich sagen, kleckert sich in letzter Zeit nicht unbedingt mit Ruhm. Selbst im Zuge der Snowden-Enthüllung, Verwicklung von BND, BSI, BKA und Co., Staatstrojaner, das muss ich sagen, halte ich für eine viel bedenklichere Entwicklung, weil gerade wenn man überlegt, dass die DDR noch gar nicht lange her ist, wird teilweise gerade Verfassungsbruch begangen im Sammeln von Daten. Und das halte ich einfach für extrem gefährlich. Und wenn man sagt, man zwingt Unternehmen, dass sie reguliert werden, wer reguliert den Staat denn bitte, mit meinen Daten, meine Daten abzugreifen, weil ich halt zum Beispiel eine Mail verschicke, die eigentlich, wenn man es so nimmt, dem Postgeheimnis unterliegt. Selbst eine SMS hat als Symbol einen Brief gehabt und unterliegt theoretisch dem Postgeheimnis. Oder auch Telefondaten einfach. Vorratsdatenspeicherung momentan wieder aktuell in der Diskussion. Netzneutralität, da spielt Deutschland auch nicht unbedingt gerade ganz vorne mit. Im Gegenteil, das halte ich für momentan noch viel bedenklicher, weil die Sachen wie Facebook, Privatsphäre-Einstellung, man kann eine ganze Menge machen. Es gibt auch sichere Messenger, Text-Secure, man kann auch die Google-Suchmaschine überlisten, dass sie einen nicht trackt, man kann Tracker ausschalten, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber dass die Datenpakete, die ich verschicke, die, von denen ich möchte, dass sie wirklich privat bleiben, dass die abgegriffen werden an gewissen Stellen und das teilweise auch von unserer eigenen Regierung, das halte ich momentan gerade für bedenklich. Also wer reguliert den Staat? Ja, also in der Demokratie ist es normalerweise klar. Sollte es sein. Also der Gesetzgeber einerseits und die Verfassungsgerichtsbarkeit andererseits. Und wenn es um das tägliche Handeln, sage ich mal, von Verwaltungen und so und Ähnlichem geht, sind es auch Gerichte und auch Datenschutzbehörden, die da ein Stückchen mitreden, wenn auch bei letzteren nicht mit allzu riesigem Einfluss. Das sind die Mechanismen. Aber das Interessante ist doch, dass die Wahlen 2013 im Herbst stattfanden. Und das Thema Snowden hat keine erkennbare Auswirkung gehabt. Also insofern muss ich das ein bisschen zurückgeben ins Publikum, ohne dass ich jetzt mich da ausnehmen will. Ne? Also wir haben als Volk natürlich selber es auch ein Stück in der Hand, was wir für wichtig halten und was nicht. Man mag es bedauern oder nicht, die Piraten waren die erste Partei, die das, sage ich mal, zu einem zentralen Thema ihrer politischen Botschaft gemacht hatten. Aber sie haben sich aus welchen Gründen auch immer, es waren eher andere Gründe, ja wieder zerlegt und seitdem ist das Thema selbst auch bei den etablierten Parteien wieder an der Bedeutung drastisch zurückgefallen. Also insofern muss man sagen, es kommt letztlich auf eine gesellschaftliche Debatte darauf an, wie viel ist uns das wert? Und das muss dann eben sich auch politisch umsetzen. Ne? Einfach zu sagen, die Politiker müssen aber man wählt sie dann immer wieder, wenn sie es nicht machen, ist irgendwo auch nicht so der richtige Weg. Das ist natürlich jetzt noch ein etwas anderes Thema, wenn man jetzt Überwachung durch ausländische Staaten nimmt. Also jetzt NSA oder GCHQ, dieser britische Geheimdienst, der ja überhaupt nicht besser ist. Dann muss man sagen, das sind natürlich jetzt wiederum Themen, wo dann häufig so eine Art patriotische Stimmung da ist, wo man sagt, soweit das eigene Volk nicht Gegenstand der Überwachung ist, sollen die mal ruhig machen. Ne? Also wir erleben das ja bei uns genauso. Das gesagt wird, naja, also wenn der BND uns vor den Terroristen schützt, die jetzt da in Afghanistan oder im Irak oder Syrien oder so aktiv sind, dann sollst du da mal kräftig überwachen. Ne? Und das ist die Vorratsdatenspeicherung ist wesentlich unpopulärer. Mit USA jetzt genau dasselbe Phänomen, nur dass das ein bisschen andere Sichtweise ist. Da geht es halt eben um den Schutz Amerikas, ne, sodass dann die Daten von Ausländern, also von uns, praktisch ungeschützt sind. Nicht? Also das sind
Mechanismen, die dabei immer eine Rolle spielen. Insofern muss man, das, da will ich auch den allerersten Redebeitrag anknüpfen, natürlich versuchen, zu gemeinsamen Prinzipien zu kommen, die eben weltweit Geltung haben. Aber es ist verdammt schwierig, wenn man nicht mal im Handeln des eigenen Staates diesen Willen erkennen kann. Also insofern stimme ich Ihnen völlig zu. Da ist vieles im Argen. Und wir sprechen jetzt ja nicht schwerpunktmäßig über die Vorratsdatenspeicherung, aber die Debatte macht das ja immer wieder deutlich, dass sehr schnell dann wieder vergessen wird, was zum Beispiel höchste Gerichte gesagt haben. Genau, und das halte ich halt wirklich für grenzwertig. Und selbst als die Sendung von Angela Merkel überwacht worden ist, hat sie gesagt, Aufschrei, Empörung, ganz kurz. Und dann war es halt auch wieder vorbei. Und wie gesagt, momentan auch Deutschland beschneidet meiner Meinung nach die Grundrechte der Bürger extrem und macht momentan fleißig mit. Also ich meine, einen Staatstrojaner zu entwickeln, wo mittlerweile rauskommt, dass da Behörden mit zuständig sind, die eigentlich für den Schutz nach außen gedacht sind, also ich meine BSI, das ist doch eigentlich, dürfte eigentlich von der Rechtslage her klar sein und dürfte nicht passieren. Und die Rechtslage ist in vielen Bereichen klar, aber es wird nichts getan. Also man geht dagegen. So klar ist die Rechtslage da auch nicht. Also ja, aber man hat trotzdem schwer die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ich gucke mir den NSA-Untersuchungsausschuss an, bekommen sie einfach geschwatzt. Also gerade über den britischen Geheimdienst oder auch teilweise den amerikanischen, die dann halt wieder sagen, sollte in der Debatte was rauskommen über unsere Arbeit, dann drohen wir mit diplomatischen Konsequenzen für Deutschland. Also sollte man da nicht einfach mal sagen, Moment mal, das kann doch nicht sein, also dass das Land als Regierung sich teilweise dadurch einschüchtern lässt, beziehungsweise einfach mitmacht in der ganzen Maschinerie. Und also, wie gesagt, wen will man momentan wählen? Das ist für mich in der Hinsicht echt wirklich eine gute Frage. Weil kurz der Aufschrei ist immer kurz da. Aber wo folgen die Konsequenzen? Also das ist halt wirklich das Ding. Und selbst parlamentarische Demokratie, in dem Ausschuss sitzen die Parteien, und selbst die bekommen die Sachen geschwatzt. Ja. Wie funktioniert das? Und letztendlich ist es ein Instrument von Deutschland. Dazu muss man wahrscheinlich dann doch wieder sagen, Demokraten bekommen die Regierung, die sie verdienen, um mal Klaus Kleber zu zitieren. Wir hatten direkt dahinter auch noch eine Meldung, schon eine ganze Weile. Ich hatte mir jetzt hier verschiedene Sachen auf mein Smartphone aufgeschrieben, weil das Thema wirklich eine Sache ist, die mich beschäftigt. Und ich arbeite viel mit Jugendlichen und ich spreche auch mit Jugendlichen darüber und erlebe da auch immer viele Informationen und die will ich jetzt alle gar nicht so aufheben. Für mich ist eher noch eine andere Frage wichtig. Ich begleite jetzt das Internet seit 20 Jahren, habe eine Menge Informationen sicherlich über mich preisgegeben und kann die natürlich nicht mehr zurückholen, weiß auch gar nicht mehr, welche Informationen ich da reingegeben habe. Manchmal vielleicht auch ganz gut so. Bin aber mir schon der Sache schon lange bewusst so. Und ein paar Dinge, die ich auch immer den Jugendlichen sage, Geschichte wiederholt sich immer wieder, da kann ich viele Beispiele nennen, auch in der technischen Welt etc. Und heute nennt es sich Facebook oder nannte es sich Facebook, weil ich bin der tiefen Überzeugung, die Zeit von Facebook geht langsam vorbei. Ich erlebe das auch, dass viele Jugendliche gar nicht mehr da aktiv sind, weil ihnen das einfach auf den Senkel geht und sie jetzt auch wiedergefunden haben, bitte. Und weil die Eltern da sind. Und weil die Eltern da sind. Ich selber habe es übrigens auch gemacht, aufgrund dieser Datenschutzänderung mich abgemeldet, weil auch ich für mich dieses Thema nicht mehr in meinem Kopf haben möchte, dass ich jetzt darüber nachdenken muss, welche Informationen ich da eintrage, damit man das richtige Bild von mir bekommt. Und das ist eher so der Kern meiner Gedanken dazu, nämlich, dass wir anfangen, unsere eigene Freiheit selber zu beschneiden, damit man die richtigen Bilder von einem bekommt. Das fängt an, wenn Leute ein Selfie machen. Dann positionieren sie sich Ewigkeiten, damit es so sieht, sie sind glücklich, sie sind in einer zufriedenen Umgebung etc. Ich beobachte das manchmal und finde das ganz lustig. Eigentlich sind es sehr einsame Menschen, möglicherweise, weil sie darauf bedacht sind, dass andere Leute dieses Foto gut finden und sie dadurch ein bisschen ihre Bestätigung erhalten. Und das ist so für mich eher die entscheidende Frage. Wie gehen Menschen mit dieser Technologie um? Sie haben ständig dieses Smartphone dabei, ständig piept es, sie benutzen diese Geräte. Sie hinterlassen unfreiwillig, bewusst, unbewusst natürlich eine Menge von Spuren. Und ich kann jedes Unternehmen und jeden Staat dieser Welt verstehen, wenn es diese Technologien, die es dazu gibt, bis zur Gesetzesgrenze und auch vielleicht ein Stückchen hinaus nutzt, um wieder einen Vorteil hat. Bei Unternehmen nennt man das Wettbewerbsvorteil, bei Staaten auch. Es geht um Macht so, und Einfluss, um Geld etc., Kontrolle.
Und das ist halt eher die Frage, die mich auch beäugt. Wie entwickelt sich eine Gesellschaft weiter, die von diesen Technologien abhängig ist? Das können wir nicht mehr anders, das können wir nicht zurückdrehen. Es gibt da keinen Rezeptknopf. Wie entwickelt sich eine Gesellschaft, auch global betrachtet? Wie entwickeln wir uns weiter? Wie lösen wir auch neue Probleme? Denn, vielleicht will ich jetzt auch kurz werden, ich will es auch nicht zu überdramatisieren, aber ich glaube, es hängt alles miteinander zusammen. Weil das sind diese Werkzeuge, die wir benutzen, die uns heute im Jahre 2015 bestimmen, die uns dienen, um Aufgaben zu lösen. Die Frage natürlich auch, welche Aufgaben lösen wir selber wirklich noch? Ich merke es auch immer wieder, wie lange manchmal eine E-Mail dauert oder eine SMS dauert etc. Also die Frage wirklich, wie entwickeln wir uns selber, wie sehen wir die Zukunft, auch Industrie 3.0 etc. Ja, was bringt uns das Ganze? Und das ist ja nur höchst spekulativ, die Wahrheit wird ganz anders aussehen. Aber das ist eine Sache, die mich auch interessiert, weil die Vergangenheit können wir nicht ändern, die Gegenwart, ja, das liegt in jedem selber, das ist auch ein bisschen die Ohnmacht der Politik, weil es keinen Reset-Knopf gibt. Na? Aber welche Möglichkeiten werden sich daraus für die Zukunft entwickeln? Und nun dürfen wir das nicht nur schwarz-weiß und böse sehen, natürlich gibt es auch Möglichkeiten der kollektiven Denkens, das wir ja ähnlich wie die Piraten auch mal formuliert hatten, dann die Basis befragen und eine Antwort insgesamt erhalten. Also diese Technik kann man dafür verwenden und dafür. Aber das ist so eine Frage, die mich wirklich beschäftigt, auch im Hinblick auf Datenschutz. Naja, viel Spaß dabei. Also was man sicherlich machen kann und worüber man sehr viel stärker nachdenken sollte, auch neben der Überlegung, etwas zu regulieren, sozusagen zu begrenzen, ist, wie man die Technik einsetzen kann, um die negativen Effekte selber zu begrenzen. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Da denke ich zum einen natürlich daran, dass man Tools und Techniken bekommt, die die Privatsphäre wieder besser schützen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch an Transparenz. Transparenz staatlichen Handelns. Nicht? Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, was weiß der Staat über mich, wie sind Entscheidungen zustande gekommen? Es gibt ja in den meisten Bundesländern mittlerweile auch entsprechende Regelungen, die einen solchen Zugang zu diesen Informationen beim Staat erleichtern. Die sind sehr unvollkommen, aber immerhin ist es ein erster Schritt, diese Informationsfreiheitsgesetze. Ich denke auch in Sachsen-Anhalt, also gibt es das mittlerweile schon. Ne? Und ich denke, es gibt in Sachsen leider nicht, in Thüringen schon, seit kurzem. Also insofern muss man sagen, das sind Bereiche, wo man weiterdenken kann. Oder denken Sie daran, dass Demonstranten auch Fotos von Polizeieinsätzen machen. Finde ich völlig legitim irgendwo. Nicht? Wobei, wo dann also auch gesagt wird, also da wird dann, das zähmt dann so ein bisschen auch die Polizei einhalten, wenn sie möglicherweise übergriffig werden könnte. Ne? Also das denken Sie daran, dass bestimmte Bilder von Gewalt, auch von staatlicher Seite provozierte Gewalt, dann eben auch öffentlich werden und Gegenstand von Debatten oder auch von Protesten. Ne? Also das finde ich, das heißt, Technik auch zur Machtbegrenzung einzusetzen. Ne? Oder Technik dazu zu nutzen, um festzustellen, was treiben die Konzerne eigentlich mit unseren Daten. Ne? Also das sind einfach so Aspekte, wo zahlen die Steuern oder warum zahlen die eigentlich gar keine Steuern. Auch diese Recherchemöglichkeiten sind sehr viel besser heutzutage, als sie es früher waren. Steueroasen gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Ne? Aber darüber so diskutiert wie heute wird erst jetzt, wo das transparenter auch wird. Da müssen wir einfach auch nachsetzen. Das heißt, auch die positiven Seiten von Informationszugangsmöglichkeiten und von Auswertung auch stärker zu erkennen. Oder denken wir an die Qualitätskontrolle von Krankenhäusern. Bei allen kritischen Punkten, die dabei immer auch zu Recht gesagt werden, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann, ist es schon für mich und für denjenigen oder für jemanden, der dann in die Situation kommt, irgendeine schwere Operation machen zu lassen, wichtig, wie viele solche vergleichbare Operationen in einer bestimmten Klinik gemacht werden, wie häufig es dabei zu Komplikationen gekommen ist und so etwas. Da ist die Transparenz noch nicht so, wie sie sein sollte, aber sie ist sehr viel besser, als es noch vor 10 oder vor 15 Jahren war. Also das sind so Punkte, wo ich sagen würde, ohne das zu überschätzen, Technik kann auch bestimmte positive
Konsequenzen haben oder auch verwendet werden, um diese negativen Wirkungen wiederum ein Stück zu beschränken. Ich bin sehr dankbar für die Frage, weil unsere Reihe heißt ja schließlich Digitales besser. Jan, was ist denn deine Vision? Wie kann Gesellschaft sich verändern? Also ich sehe, um vielleicht da anzuknüpfen, im Digitalen natürlich die Chance einer weitestgehenden Demokratisierung, immer noch. In der Hinsicht eine Demokratisierung von Wahrheit oder Realität auch stattfinden kann. Klingt jetzt ein bisschen medienphilosophisch vielleicht, aber es ist ja tatsächlich so, wenn ich Nachrichten höre, also sagen Forschungsergebnisse, wo steht, ein Teil der Bevölkerung findet, dass YouTube sehr auch vertrauenswürdig ist. Ne? Also die klassische Frage, wie vertrauenswürdig finden Sie welches Medium? Zeitungen, Fernsehen, jetzt fragt man natürlich gespannterweise YouTube ab oder andere Netzmedien. Es ist in einer Hinsicht natürlich absurd, weil natürlich viele Sachen sozusagen inszeniert sind und sozusagen naja, nicht mit journalistischen Kriterien erzeugt wurden. Auf der anderen Seite ist natürlich was dran, weil hier wird deutlich, dass im Prinzip sehr, sehr viele unterschiedliche Botschaften, Inszenierungen, Wahrheiten im Netz zu finden sind und es klar wird, es gibt halt nicht diese objektive Realität oder Wahrnehmung und das ist gleichzeitig ein Problem und eine Chance. Also das ist jetzt sozusagen ein bisschen so allgemein gedacht auch eine Möglichkeit, die mit dem Digitalen und mit sozusagen der Entwicklung, dass eigentlich jeder und jede zur Gesellschaft beitragen kann, teilhaben kann, auch verbunden ist. Das ist vielleicht ein Aspekt, den habe ich sozusagen jetzt gerade irgendwie hervorgerufen. Ja, oder Whistleblowing, Stichwort. Ne? Also das heißt, Whistleblowing heißt ja so die Pfeife blasen, wenn man wenn irgendwas schief läuft. Nicht? Also Edward Snowden ist das beste Beispiel, ne, für so einen Fall, wo man sagen kann, nur dadurch, dass die Daten digital vorhanden waren, konnte der die auch so offenbaren. Und nur dadurch, dass die digital auswertbar sind für die Journalisten, können sie auch so aufbereitet werden, dass wir die verstehen und dass das überhaupt zu einem politischen Thema wird. Also insofern finde ich schon, dass das immer so unterschiedliche Facetten gibt, die damit zusammenhängen und eben nicht nur negative, sondern auch bestimmte Gegenentwicklungen, ob das nun allen passt oder nicht. Ich habe jetzt noch drei Fragen gesehen. Einmal da hinten ist, glaube ich, schon länger, nicht mehr? Okay, gut. Dann Sie beide, und ich würde darum bitten, das möglichst kurz und prägnant zu halten. Nee, ich muss mal ganz kurz auf das, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Whistleblowing und so kurz eingehen, was Sie vorher gesagt haben, im Endeffekt mit dieser größeren Diversity, im Endeffekt von Ansichten und Meinungen. Ich glaube, das war seit 96 mit dem Internet eigentlich so zu Gange, um ziemlich viel zu geben. Und am Anfang war ziemlich viel in irgendwelchen Chaträumen und Newsgroups und so gewesen. Wahrscheinlich aus ziemlicher Paranoidität immer schon unter einer anderen Identität, nur unter meinem eigenen Namen letztendlich. Vielleicht ganz gut heutzutage, also man könnte ihn verfolgen. Aber mein Problem, was ich eigentlich sehe, ist, dass sie Snowden ansprachen. Als das rauskam, habe ich auch gedacht, er hat ja letztendlich eigentlich dazu geführt, dass Dinge bewiesen wurden oder nachgewiesen wurden, die andere schon vorher immer eigentlich auch mal erwähnt haben, die aber mal als Spinner abgetan wurden, alles Quatsch. Das Snowden ist letztendlich belegt mit Dokumenten der NSA selber und HQ. Und man dachte, wow, jetzt kommt ja endlich mal so der Knalleffekt und es ändert sich was. Und dann guckt man jetzt zurück und sieht zwei Jahre später, es hat sich nicht wirklich was geändert. Letztendlich der großen Masse ist es scheißegal, mal vorsichtig gesagt, weil die Leute nicht betroffen sind. Das war zu DDR-Zeit auch nicht so viel anders. Ich meine, die Stasi war böse. Wie viele Leute haben tatsächlich eine echte Lebenserfahrung oder Stasi gehabt, überhaupt in einer negativen Form? Also ich zum Beispiel nicht in meiner Familie und ich kenne sonst eigentlich auch keinen. Wer das gehabt hat, der ist klar, dem ist das böse. Das sind sicher eine Menge mehr Leute gewesen, als es heute vielleicht der Fall ist. Aber im Großen und Ganzen ist das auch das Problem, warum sind die Piraten zerfallen oder verfallen, warum interessiert es keinen mehr. Große Masse ist nicht betroffen. Niemand kann wirklich den Finger drauf legen und sagen, aus dem Grund, aus den Daten, die veröffentlicht wurden oder die über mich gesammelt wurden, habe ich den negativen Effekt. Deswegen sehe ich da nicht so den positiven Effekt. Und mit der größeren Meinungsmenge sehe ich das Problem, dass die Leute viel mehr überflutet, überfordert sind mit der Menge von Informationen, mit verschiedensten Ansichten, mit verschiedensten Meinungen, die sie überhaupt nicht mehr sortieren und kanalisieren können und damit auch noch mehr eigentlich dieser Mir-Egal-Effekt eintritt letztendlich, weil man gar nicht mehr weiß, wem man was eigentlich glauben kann. Und da wäre für mich eigentlich so ein Punkt, weil ich habe zwei Kinder und der Große ist gerade 11 und der andere ist jetzt 4. Mein Problem, was ich beim Großen sehe, das ist in der 5. Klasse im Gymnasium, es findet keine richtige Medienerziehung in den Schulen statt.
die Kinder dann ziemlich stark alleine gelassen. Da würde ich als Vater, der in der Richtung steht, habe auch mal das Problem, ich kann mein Kind nicht vom Internet fernhalten, also wie ich es eigentlich ganz gerne möchte. Also aus, nicht nur aus den Gründen der Meinung, die vertreten sind, sondern auch aus Informationen, radikalen Informationen, die da zugänglich sind, die ich nicht kontrollieren kann, die er kriegt. Das fällt mir echt schwer. Also der vielleicht meine Eltern sind, das sind meine auch schwierige Kinder. Aber es gab kein Smartphone, es gab kein Internet. Die Informationen, die uns zugänglich waren und die unser Meinungsbild und unsere Identität und unsere Ansichten geprägt haben, waren an der Stelle einfach nicht so unübersichtlich, wie das heute ist letztendlich. Ich finde, das mein Wunsch wäre eigentlich, dass gerade in den Schulen mehr Kompetenz vermittelt werden würde, im Endeffekt mit dieser Meinungsflut, mit dieser Fülle umzugehen, das zu kanalisieren. Denn ich meine, ich kriege mit meinen 44 Jahren schon Probleme. Ich habe echt das Problem, wie kann ich das meinen Kindern vermitteln? Ich würde vielleicht gleich die Frage dahinter mit dazu nehmen. Ich wollte einen Vorschlag diskutieren. Und zwar, wie man vielleicht doch kompromissmäßig weiterkommt. Ich weiß im Zusammenhang mit den Informationsfreiheitsgesetzen, dass es hier von der Politik her sehr differenzierte Dinge gibt. In Hamburg läuft das anders als in Sachsen-Anhalt und Sie wissen das genau, Herr Schauer, hier bleiben Wünsche offen, je nachdem, wer was mit welchen Möglichkeiten durchgesetzt hat. Wir haben im Zusammenhang außerparlamentarisch arbeite ich unter anderem noch bei Transparency International und bei Compact hier mit verschiedenen Bürgerinitiativen im Zusammenhang mit TTIP. Da wurde ja auch aus vielen, ähnlich wie hier, geheim und unter der Decke gemacht. Durch die hervorragende Arbeit von der Frau Harms und von dem Herrn Giegold in Brüssel wurde durchgeschlagen, dass wir erfahren haben, was läuft. Wir haben daraufhin ein entsprechendes Alternativkonzept gemacht mit dem Ergebnis, dass sich jetzt was bewegt. Und zwar in der Form, als soll es ja hintertrieben werden mit dieser europäischen Bürgerinitiative. Wir sammeln jetzt immer mehr Zustimmungen. Wenn wir unsere 2 Millionen haben, dann können wir hier massiv außerparlamentarisch in Brüssel einwirken. Und ich habe da ein gutes Gefühl, das schaffen wir in Kürze. Und dann kann man nämlich ernsthaft diese übelsten Auswüchse, nicht komplett alles, die übelsten Auswüchse durch Alternativen ersetzen. Und wenn uns das gelänge, auch bei diesem noch viel komplizierteren Fall dieser Datenschutzgeschichte im Internet, Facebook und ähnliche Sachen, hier Witze sind Teil der giftigsten Zweige abzuschneiden, hätten wir doch was gekonnt. Wie schätzen Sie ein? Könnte diese TTIP-Geschichte von der Methodik her auch adaptiert werden auf diese Problematik, über die wir heute hier sitzen? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also Politik besteht, ist immer, oder setzt eine bestimmte Fokussierung auf ganz wenige Aussagen. Eine Entscheidungsfrage voraus. Oder, das ist immer schon so gewesen, auch vor dem digitalen Zeitalter, dass da hat sich eigentlich nichts geändert. Ne, und wenn man tatsächlich eine breite öffentliche Bewegung will, muss die sehr fokussiert sein. Ich kann mir das bei Datenschutz bei einzelnen Fragen auch vorstellen, aber nicht generell. Ne, also das ist, ne, also ich denke so, das Thema Vorratsdatenspeicherung hat eine ungeheure Brisanz. Ne? Das ist zwar vermutlich keine Mehrheit, die dagegen ist, aber es ist eine sehr starke Minderheit, die da jetzt schon bewusst ist und die Mehrheit, die dafür ist, ist eher schlecht informiert auch. Ne? Und insofern ist das auch ein Thema, wo Herr Gabriel sich, glaube ich, warm anziehen muss. Außerdem sollte er sich vielleicht erstmal informieren. Er hat so viel Unfug erzählt in den letzten Tagen dazu, dass mich das schon sehr überrascht hat. Ne? Einfach sachliche Fehler. Aber gleichwohl, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich sage mal, zu einzelnen Datenschutzfragen kann es das geben, zu dem Gesamtkomplex fürchte ich eher nicht. Also soweit es gelingt, das sozusagen so zuzuspitzen, dass das auf einzelne, auf so eine Ja-Nein-Frage dann hinausläuft, da kann es dann schon funktionieren. Aber das wird vermutlich nur in wenigen Fällen tatsächlich erfolgreich sein. Wir haben da hinten jetzt noch eine Frage, dann würde ich gerne noch mal hören, ob es auch aus dem Netz noch was gibt. Und hallo, also meine Frage ist sehr kurz und prägnant, vielleicht an alle das drei. Ist sehr schön. Würden Sie sich in ein autarkes Vehikel setzen und wenn ja, wie lange? Beziehungsweise würden Sie eins besitzen wollen, also das ist ein Fahrzeug, was Sie... Das Auto, ja, ich weiß. Genau, ohne dass Sie selbst...
darauf einwirken, also auf den Straßenverkehr? Ja, ganz klar, nein. Also jedenfalls, da ich mit den Entwicklern von Daimler kürzlich gesprochen habe, und die mir sagten, sie würden sich da auch nicht reinsetzen, ist für mich die Sache ganz klar, nein. Also weil jedenfalls nach dem derzeitigen Stand der Technik, das hochgradig unsicher ist, viel unsicherer als herkömmliche Techniken. Diese insofern die Antwort im Augenblick nein. Wie die in 5 Jahren aussehen würde, weiß ich nicht. Also in der Wüste von Nevada, wo Google seine selbstfahrenden Autos testet, sieht das sicher anders aus. Da hätte ich sicher kein Problem mit. Nicht von Halle nach Berlin oder von Berlin nach Köln. Meine Antwort zum jetzigen Zeitpunkt ist auch nein. Aber selbstkritisch würde ich sagen, wenn das in 5 Jahren so ist, dass ich das zum Standard erhebe, dann mache ich wahrscheinlich mit, ohne dass ich genau wüsste, was da tatsächlich dahinter ist. Das ist ein häufiges Problem und das betrifft auch das Thema des ganzen Abends. Also man hat Standards und macht sie mit und dann passieren Sachen und dann fängt man an zu überlegen. Das ist ein häufiger Ablauf der Dinge. Ja, ich würde vielleicht kurz noch auf die Frage eingehen wollen, die zwischendurch kam, zur Frage von Medienbildung in der Schule und auch zur familiären Medienbildung. Also wie kann ich als Eltern einen guten, einen positiven, kritischen Umgang der Kinder mit Medien unterstützen? Das ist tatsächlich eine riesengroße Herausforderung, also für Eltern natürlich, schon alleine deshalb, weil ich den Kindern ja nichts beibringen kann, was ich selber nicht ausprobiert habe. Also ohne mich zumindest ansatzweise mit den Medien zu befassen, das ist ja dann nicht nur Facebook, das sind Online-Spiele, das sind, das betrifft die alten, albernen Medien, Fernsehen auch noch, kann ich denen kaum sozusagen ein kritisches Wissen vermitteln. Und dann ist es ja auch nicht nur sozusagen quasi setzt das nicht nur bei der Technik an, also so ein paar Tipps, wie man jetzt Privatsphäre einstellen kann, sind sicher notwendig, aber das eigentliche Thema der Kinder ist es, wie gehen die mit Freunden um? Wo sind da Konflikte? Haben die da irgendwelche negativen Erfahrungen? Dann kann man ansetzen und sagen, okay, dann mach das doch so und so oder berate dich mal mit deinen Freunden oder sowas. In der Schule ist es ja nochmal stärker. Also da, ich kann wirklich sagen, es gibt überhaupt keinen Mangel an guten Ideen, wie man Projekte machen kann, Unterrichtseinheiten, Informationen, zum Beispiel zum Thema Datenschutz, zu allen anderen Themen von Medienbildung auch in die Schule eingeben kann. Problem ist einfach, die Entwicklung ist sehr schnell, die Ausbildung und Fortbildung des Lehrpersonals, auch sozusagen in allgemein didaktischer Art, aber auch in sozusagen Fragen von Medienbildung, hinkt halt hinterher. Das ist tatsächlich auch ein Ressourcenproblem, also wie kann das Bildungssystem sozusagen dort besser unterstützt werden. Das ist noch, also da fehlt tatsächlich noch viel zu tun. Würde ich jetzt mal fragen, habt ihr eine Frage aus dem Netz oder? Also es gab nur ganz am Anfang eine Frage, die hast du eigentlich schon gestellt, das war die Frage nach dem Öffentlichen. Eigentlich ist es ja ein tolles Tool, also gerade es ging auch um Facebook, eine gute Möglichkeit, auch sich bekannt zu machen. Und wenn ich da das poste, was ich bekannt machen kann, dann kann ich ja viel mehr erreichen vielleicht, als ich bisher konnte. Also das auch nochmal, also das ist so eine Mischung aus dem, was sie auch später sagt, nochmal das Positive nutzen und das Positive sehen. Und wenn ich ganz bewusst das als öffentliches Medium nutze und darüber Leute erreiche und da das sage, was ich gerne will, also gegen Rechtswahlen Beispiel oder eben für Umweltfragen, dann ist es natürlich ein tolles Tool. Okay, vielen Dank. Dann mit Blick auf die Uhr, Herr Schaar muss leider heute Abend noch nach Berlin, deswegen ist unsere Zeit begrenzt. Unsere Abschlussfrage in dieser Reihe an alle unsere Referenten ist am Ende immer, ist jetzt digital besser, Herr Schaar? Ich weiß es nicht. Ich kann diese Frage nicht wirklich beantworten. Digital ist, also unsere jetzige Gegenwart, unsere Lebensumstände sind angenehmer, als sie es in früheren Jahrzehnten waren. Das liegt aber nicht ausschließlich an der Digitalisierung, sondern es hat viele Facetten. Dass Digitalisierung uns mit bestimmten interessanteren Kommunikationsmöglichkeiten versorgt, ist gut. Dass es uns in der Privatsphäre beeinträchtigt, ist schlecht. Insofern ist das so eine ambivalente Geschichte. Ich würde mich da eigentlich nicht in der Lage sehen zu sagen, ja oder nein. Siehst du dich in der Lage zu sagen, ja oder nein?
Ich hätte jetzt vielleicht mehr Zeit zum Überlegen, komme aber auch nicht zu einer klareren Antwort. Die ist, glaube ich, auch nicht möglich. Also wir haben ja sozusagen, wir leben ja in der Gegenwart und ich kann jetzt die Zeit auch nicht zurückdrehen. Also ich kann zwar vielleicht Schallplatten und analoge Fotografie mögen, aber das ist sozusagen eine kulturelle Nische. Darüber hinaus haben wir alle sozusagen gleiche Voraussetzungen. Und ich zum Beispiel, ob ich das jetzt besser oder schlechter finde, ich mag schon gerne teilhaben an Gesellschaft und das anderen auch empfehlen. Und da kommt man einfach an der digitalen Welt nicht vorbei und man muss schauen, wie man das Beste daraus macht. Klingt jetzt ein bisschen einfach, ist nicht so einfach, aber was weiß, das fällt mir nicht ein. Gut, dann danke ich dir und Ihnen, dass Sie heute Abend hier waren, mitdiskutiert haben. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren zum Mitdiskutieren und natürlich auch allen, die beim Livestream nicht mitdiskutiert haben, aber vielleicht zugeschaut. Machen Sie es gut. Die Reihe geht weiter, das ergänze ich vielleicht mal noch. Das habe ich vergessen, ja. Am 15.05. in Jena zum Thema Teil ist besser und am 29.05. wieder alle zum Thema Klicken ist besser und alle weiteren Infos einfach auf digitalisbesser.info nachlesen.